Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer weiteren Rebuild Challenge, auf die ich richtig Bock habe. Und zwar sind wir heute mal wieder in einer anderen Ära unterwegs. Nicht in der modernen, sondern in der Michael Jordan Ära. Und wir haben heute eine Aufgabe, die sehr, sehr schwierig ist. Glaube ich persönlich. Und zwar befinden wir uns hier mit den Bulls in der Saison 1991-92. Zu dem Zeitpunkt haben die Bulls genau einen einzigen Ring gewonnen. Und den letzten Ring 97-98. Wissen wir alle. Unser Ziel ist es, in diesem Zeitraum mehr Ringe zu gewinnen, als die Bulls das damals geschafft haben. Das bedeutet im Endeffekt, wir müssen 7 Ringe gewinnen. Und wir müssen diese beiden Jahre, in denen Jordan zurückgetreten ist, in denen müssen wir quasi aufholen. Jordan hat ja ein Jahr gar nicht gespielt. Und ich glaube, 94, 95 ist er dann zurückgekommen, hat dann 17 Spiele gemacht. In den beiden Jahren hat er natürlich nicht gewonnen. Ich glaube, in beiden Jahren sind Houston Rockets mit Hakeem damals Champ geworden. Das ist heute unsere Aufgabe. Und wenn ich mir dieses Team ansehe, dann bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Also, ja, damals waren die gut. Auch unter anderem wegen Michael Jordan. Mit diesem Team, wenn ich da jetzt einfach nur durchsimulieren würde, wir würden niemals den Titel gewinnen. Du hast Michael Jordan, du hast Scottie Pippen, du hast Horace Grant, du hast BJ Armstrong, Paxson, so zwei Spieler, die damals auch wirklich einen tollen Impact hatten. Die haben hier eine 77 und eine 76 und danach kommt schon so der krasse Downfall. Also ich glaube, ich muss aktiv werden und ich weiß es nicht. Weil zum damaligen Zeitpunkt muss man sagen, die Pistons hatten wirklich ein starkes Team, die Knicks hatten ein starkes Team. Du hast in der Western Conference hattest du unter anderem die Utah Jazz und auch einige andere Teams. Ja, deswegen. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Bevor wir jetzt aber reingehen, Leute, ich habe meine eigene Cap rausgebracht. Insgesamt haben wir nur 75 produziert. Wenn ihr Lust habt, checkt das gerne ab. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Sollte das gut funktionieren, dann werde ich in der Zukunft weitere Caps rausbringen mit anderen Designs, mit anderem Logo. 0 von 3. Defense. I don't know. Irgendwelche geilen Dinge, die uns einfach gemeinsam einfallen. Genau, wenn ihr Lust habt, dann checkt das gerne ab in der Videobeschreibung. Das ist mein erstes eigenes Projekt. Soll nicht in Richtung Merch gehen, sondern soll in Richtung eigene Marke, eigenes Brand gehen. Das ist jetzt mal der erste Versuch und das war ein Riesenaufwand. Also checkt das gerne ab. Jetzt gehen wir rein und müssen erstmal uns einen Überblick verschaffen über die aktuelle Finanzsituation, weil ich das natürlich jetzt nicht auswendig weiß. Heute weiß ich viele Verträge auswendig und auch Laufzeiten. Damals, I don't know. Ihr seht ja auch, was für Gehälter hier damals. Also, das kannst du mit heute gar nicht mehr vergleichen. Michael Jordan hat da damals 2,5 Millionen verdient. Das ist heute das Minimum. Das ist heute das Minimum, was du verdienst. Ey, ein MJ würde heute 55 Millionen oder so verdienen. Dann hast du dahinter... Boah, was geht denn hier ab? Warum hat Scott Williams so einen fetten Vertrag? Den müssen wir ja gleich mal irgendwie loswerden. Dann Cartwright hat einen auslaufenden Vertrag. Horace Grant hat einen auslaufenden Vertrag. King hat einen sehr langen Vertrag. Scottie Pippen hat einen guten Vertrag, hat aber hier seine Extension unterschrieben. Vielleicht sortieren wir mal ganz kurz so. Ja. Also wir müssen aktiv werden. Vor allen Dingen, ich denke mir, auf der Point Guard Position, ey, das überlebst du nie. Das überlebst du nie in den Playoffs. Weil damals in der Liga, es gab gute Point Guards. Schauen wir mal ganz kurz gemeinsam rein. Wir haben John Stockton. Gut, das können wir vergessen, weil die Bulls auch einfach kein geiles Spielermaterial haben, auch keine geilen Verträge. Magic Johnson kannst du auch vergessen, Mark Price. Vielleicht allerdings auch der verdient dann halt schon 4,61 Millionen US-Dollar. Du brauchst eigentlich, ja, du brauchst eher so jemanden in die Richtung Tim Hardaway. Tim Hardaway wäre natürlich krass, sind wir mal ehrlich. Scott Williams. Ja, aber wie willst du das? Durch diesen Trade würden die Warriors 1,2. Ah, geil, er verdient einfach mehr. Dann könnte ich ja hier im Endeffekt nur, ja, wahrscheinlich Horace Grant. Selbst Horace Grant ist zu teuer. Ja, okay, dann können wir es, glaube ich, direkt vergessen. Ja, Bill Cartwright verdient auch mehr. Okay, also erstes Thema ist schon mal abgehakt. Tim Hardaway, bin immer dazu geneigt zu sagen, Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway, einfach nur der Papa von Tim Hardaway Jr., den können wir vergessen. Michael Adams, 38 Badges ist nice. Michael Williams, Kevin Johnson. Kevin Johnson verdient ordentlich. Da gibt es aber kein Angebot.
1,75 Millionen. Das würde allerdings funktionieren, wenn ich da so und dann vielleicht noch, keine Ahnung, Armstrong. Ja, die glauben natürlich auch daran, dass sie um den Titel mitspielen. Und ich glaube daran, dass Kevin Johnson uns zum absoluten Powerhouse machen könnte. Also ich könnte jetzt noch eine dann haue ich schon sehr früh mit Picks um mich. Machen sie nicht. Okay. Kevin Johnson, schwierig. Terry Porter, auch ein guter Spieler gewesen damals. Mark Jackson von den New York Knicks. Derek Harper, Kenny Smith. Ah, der hat einen relativ kleinen Vertrag bei den Houston Rockets. Der hat eine 81er Overall, hat aber viele Badges. Das sieht gar nicht so unattraktiv aus. Die haben nur wahrscheinlich 0,0 Interesse an meinen ganzen Bigs. Hobson vielleicht noch? Oh, wow, 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 wow. Das sieht schon mal direkt besser aus, Freunde der Sonne. Ich sag euch, wenn ich da jetzt noch einen First-Round-Pick reinballer, ist direkt Game Over. Knapp, knapp. Okay. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn ich jetzt noch einen weiteren First-Round-Pick mit reinballer, dann nehmen sie an. Ist er mir das wert? Habe ich da Bird Rights? Bird Years. 2 Jahre. Naja, wahrscheinlich nicht. Wenn der dann die Free Agency testen möchte, dann bin ich angeschmiert. Mann, das hätte sehr gut gepasst. Skiles? Da hätte man... Ist auch ein geiler Spieler gewesen, Mann. So ein underrated Passer. Hält immer noch den Rekord für die meisten Assists in der NBA in einem Spiel. Paxson, BJ Armstrong. Rein theoretisch muss man ja eigentlich sagen, Paxson ist wirklich, also ist unser Starting 5 Point Guard. Der hat da eigentlich wirklich überhaupt nichts verloren. Wie krass einfach ging das bitte? Okay, ich glaube einfach nur schon alleine vom Passing her wird uns das nach vorne bringen. Dann Horace Grant. Der Vertrag läuft aus. Ich habe aber hier die Bird Rights. Das ist in Ordnung. Cartwright. Auch da habe ich die Bird Rights. Der ist aber schon 34 Jahre alt. Ja, dann können wir mal hier ganz kurz die Rotation anpassen. Banknutzung. 35, ja, Aufstellungsleistungsfaktor. Oh, Phil Jackson. Damals aber noch young and fresh. Ich glaube da, ey, auf den sind die Ladies damals abgefahren. Ja, großer Mann, so ein bisschen, das war damals so der Style. Ich glaube, der hat sich keine Sorgen machen müssen um die Damen. So, geiles Thema. Dann mache ich noch ganz kurz die Banknutzung auf. Warum hat er das jetzt nicht automatisch angepasst? Jetzt. Okay. Schauen wir mal, was auf dem Markt los ist bezüglich Center. David Robinson, Patrick Ewing. Hakeem Olajuwon, das wäre natürlich der Oberburner. Mutombo, Moses Malone, Robert Parrish. Die haben ja damals schon ordentlich verdient. Rick Smits. Divac. Boah, das wäre natürlich fett. Ja, Bill Laimbeer. Aber da schon 34 Jahre alt. Ja, wahrscheinlich echt 23 Jahre jung. Das ist schon sexy, Mann. Der entwickelt sich vielleicht auch noch ein bisschen. Aber kriege ich da jetzt ein Paket zusammen, was die Lakers juckt? Wahrscheinlich nur, wenn ich jetzt... Ja, ich muss wahrscheinlich schon so ein BJ Armstrong, muss ich wahrscheinlich schon mit reinwerfen. Geht das schon gar nicht mehr, wahrscheinlich von den Gehältern her, oder? Denke ich. Ja, genau. Das ist das Problem. Dann kann ich hier im Endeffekt nur BJ Armstrong mit integrieren. Kann hier versuchen auszugleichen.
Das ist schon was, was weh tut. Aber ich mach's mal. Die Lakers lehnen erstmal ab. Hau ich da mal ein paar Second-Round-Picks mit rein. Ich mach mich schon relativ früh ziemlich nackig, wenn ich da jetzt noch ein... Okay, come on. We did it. Dann habe ich nämlich eine, also von der Qualität her einfach eine ganz andere Starting Five. So ehrlich muss man dann schon mal sein. Scott Williams, Hobson und King von der Bank. Das ist nicht optimal, weil ich habe jetzt hier einen Power Forward, einen Shooting Guard, einen Small Forward und nochmal einen Power Forward und Center. Das bedeutet, ich muss jetzt schauen, dass ich von der Bank noch irgendwie so einen 76er Point Guard Floor General in Anführungsstrichen bekomme. Und mehr ist dann, glaube ich, nicht mehr möglich. Okay, ich habe jemanden gefunden und zwar von den Spurs. Nur eine 74, dafür aber ordentlich Badges. 19 insgesamt. Avery Johnson. Und ich versuche den jetzt mal hier mit so einem kleinen Paket zu bekommen. Hier, bla bla bla. Aber das würden wir machen. Greg Hodges wollen sie noch ein Paket mit dabei haben. Was will ich denn mit Sean Higgins? Nein, das gefällt mir nicht. Ich habe aber auch nur noch, ja, die ganzen Second-Round-Picks. Ich kann es mal probieren. Ja, okay. Five of die Second-Round-Picks. Wenn du die in so einem Trade integrieren kannst, dann solltest du es eigentlich fast immer machen. Hobson, jetzt ist halt echt noch die Frage. Scott Williams. Naja, ob ich vielleicht Hobson noch versuche, in einen größeren, rebound-starken Center zu verwandeln, dann wäre ich eigentlich zufrieden. Okay, ich habe jetzt hier ein Angebot, was ich gerade eben selber zusammengebastelt habe. Dann habe ich von den Utah Jazz ein Gegenangebot bekommen. Und zwar haben die noch den First-Round-Pick hier integriert von ihnen selbst. Und dann meiner, die werden die relativ die gleiche Wertigkeit haben, weil die Utah Jazz waren damals wirklich extrem stark. Aber dann bekomme ich mit Mike Brown noch einen Center, der mir ein bisschen Größe und Rebounding mitbringt. Schaue ich bloß mal, ob die auch so aufstellen. Jetzt habe ich hier Scott Williams. Genau, da ist er doch, oder? Mike Brown. Ja. Das Einzige, was ich jetzt bloß auch ändere, Banknutzung, die muss gar nicht so hoch sein. Ich will, dass meine Starting Five relativ viel spielt. Und dann schauen wir mal, wie es läuft mit diesem Team. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Oha, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wir stehen bei 28-7 und kriegen hier natürlich auch regelmäßig Angebote rein. Die Trade Deadline kommt jetzt relativ zügig. Die war nämlich damals in den 90ern noch einen Ticken früher. Ich glaube Ende Januar oder sowas. Nein, diese ganzen Angebote, das kannst du vergessen. Ja, hier. Heute ist die Trade Deadline. Nee, ich bin zufrieden mit dem Team. Bin echt zufrieden. Wir stehen bei 36-12. Wir schauen mal auf die Spielerstats und haben hier einen Michael Jordan mit 29,9, einen Scottie Pippen mit 22,4, einen Scales mit 10 Assists, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Dann Vlade Divac mit 7 Rebounds, Horace Grant mit 9,2. Also das sieht alles ziemlich genau. Mike Brown bringt genau das, was ich wollte. Bisschen Scoring, bisschen Rebounding. Ordentliche Quoten aus dem Feld. Es ist schon ungefähr so. Ja, auch hier, Avery Johnson bringt mir auch das, was ich wollte. Geil! Come on, let's go! Ihr kennt das ja selber. Regular Season ist immer eine andere Geschichte im Vergleich zu den Playoffs. Aber die Playoffs, also damals war klar... Oh Gott, warte, jetzt muss ich mal aufpassen. Also Play-In gab es damals natürlich noch nicht. Und ich glaube, 91, 92 wurde in der ersten Runde... Ich glaube, da wurde noch Best of Five gespielt. Da müssen wir jetzt gleich aufpassen. Ich glaube, da wurde in der ersten Runde noch Best of Five gespielt. Ja, wir holen 60 Siege. Und ich bin mir verdammt sicher, dass wir das nicht geschafft hätten, wenn Michael Jordan mit der MVP. Okay, Larry Johnson mit der Rookie of the Year. Auch geil. Geiler Spieler. Detlef Schrempf wird Sixth Man of the Year. David Robinson, Depoy, Doug West, MIP. Phil Jackson, Coach of the Year, logischerweise. MJ, Clyde Drexler, Scottie Pippen, Karl Malone, Patrick Ewing. Wir haben zwei Spieler in dem All-NBA First Team. Und wir müssen in der ersten Runde spielen gegen die Hornets.
Ja, das ist kein schlechtes Team. Geh mal rein ins Coaching. 35, 43, 41, 35. So, es sieht von der 8-Mann-Rotation ist vollkommen in Ordnung. Ja. Dann gehen wir mal. Ich weiß gar nicht, soll ich einfach simulieren? Ich mach mal Game by Game. Bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass es damals noch Best of 5. Es steht 2-2. Es ist Best of 5 damals noch gewesen. Wir wären beinahe rausgeflogen gegen die Hornets. Das sollte eigentlich nicht sein. Jetzt müssen wir ran gegen die Knicks. Das wird schwierig. Oh, Jackson, Starks, McDaniel, Oakley und Ewing. Da weiß ich nicht, ob wir im Frontcourt nicht leider komplett auseinandergenommen werden. Schauen wir. 2-0. 2-1. 3-1. 4-1. Wow. Puh. Übrigens bin ich immer noch ein großer Fan davon, dass es heute auch so sein sollte. Die erste Runde, es braucht kein Mensch. Best of 7. Wirklich. Es braucht so selten, dass man Erstrunden-Matchup so geil ist, dass man sagt, ja, davon möchte ich 7 Spiele sehen. In der ersten Runde reicht meiner Meinung nach einfach locker Best of 5. Da müssen wir ran gegen die Boston Celtics. Und ja, auch das ist natürlich ein super starkes Team. Mit Larry Bird, mit Robert Parrish, mit Reggie Lewis, Dee Brown. Ja, keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Auf der anderen Seite die Lakers gegen die Phoenix Suns. Ja, komm, kurz ins Coaching rein, falls er noch irgendwas verändern möchte. Und dann, MJ, ich hoffe, du bist im Modus. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. MJ ist im Modus. Damals übrigens natürlich auch noch kein Western oder Eastern Conference Finals MVP. Und das Finale geht gegen die Lakers und damit gegen Magic Johnson. Ein gutes Team. Ja. Und wir müssen eigentlich auf der 2. Michael Jordan muss eigentlich jedes Spiel 50 droppen. Gegen Terry Teagle? Teagley? I don't know who you are. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1. Jawohl. Okay, Freunde, Titel Nummer 1 ist eingetütet. Damit hätten wir den Repeat. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatten die Bulls einen Titel. Wir haben jetzt den zweiten eingetütet. Damit schreiben wir die Geschichte auf jeden Fall weiter. Wir gehen rein in die... Achso, warte mal, ich muss mal hier aufpassen. Robert Parrish. Nicht das hier und vor allem historische Änderungen. Regeländerungen. Shotlock wird nur zurückgesetzt, wenn Ball am Ring war. Team Branding ändere Tick. Okay. Dann die Draft Lotterie, die für uns irrelevant ist. Personal. Da muss ich mal ganz kurz reinschauen, weil ich weiß nicht, ob Bill Jackson hat damals. Ich kann ihn leider hier nicht verlängern. Okay, aber ich weiß, er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Also muss ich in der kommenden Offseason, muss ich da ein Auge drauf haben. NBA Draft. Wir dürften eigentlich keinen Pick haben. Genauso ist es auch. Ist auch vollkommen egal, weil wir haben den Titel gewonnen. Rookie-Verpflichtungen fällt auch raus. Team- und Player-Option steht auch nicht an. Und jetzt muss ich bloß zusehen, dass ich niemanden verliere, den ich unbedingt brauche. Qualifying Offer, den bieten wir alle keins an. Moratorium. Gut. Larry Bird ist auf dem Markt. Für uns ist wichtig, dass wir auf jeden Fall Johnson verlängern. Ich glaube, ganz, ganz wichtiger Spieler für uns von der Bank. Ah, komm, wir machen 2 Jahre. Horace Grant. Der möchte natürlich auch nochmal einen fetten Vertrag. 4 Jahre, das ist in Ordnung. Und beide stimmen auch zu. Ich muss schauen, Kader, nicht, dass irgendjemand mir hier abhanden kommt. Skiles. Oh no, bitte. Michael Jordan Pippen.
Scott Williams, Stacey King. Lade die. Oh, ich brauche auf jeden Fall wieder Skulls zurück. Und ich habe da keine Bird Rights oder was? Ich weine. Ich weine komplett. Ich habe da keine Bird Rights, Freunde. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Das wird nicht hinhauen. Das wird nicht hinhauen vom Cap Space her. Niemals. Ja. Sag ich doch. Er ist noch auf dem Markt. Er ist noch auf dem Markt. Aber was kann ich ihm gerade anbieten? 500.000 US-Dollar. Kann ich irgendwie Capspace freimachen? Ja, Scott Williams muss weg. 2 Millionen. No way. Bitte, irgendjemand. Ja, super. 2 Second-Round-Picks. Nicht geil, aber muss ich machen. Das wäre einfach ein zu krasser Verlust. Das ist in Ordnung. Hodges, Stacey King, Scottie Pippen, Horace Grant. Ja, ich trade auch King, diese 1,1 Millionen. Die brauche ich einfach. Top 3 protected, Top 10 protected, First Round Pick. Also ich krieg den auf jeden Fall locker los. Die Phoenix Suns geben mir sogar einen First Round Pick und einen Second Round Pick. Ja, dann nehme ich das. Und jetzt müsste ich eigentlich... Ja, jetzt habe ich genügend frei. Kann jetzt nur hoffen, dass er annimmt. Ich kann es auch bei Michael Williams probieren. Bitte. Ich will nicht auf Rechte verzichten. Cap Hold. Michael Williams hat sich entschlossen, bei den Pacers zu unterschreiben. Skulls ist immer noch auf dem Markt. Ich muss mehr reinbuttern. Ja. Wow. Okay, ich glaube, damit habe ich zumindest meine Starting Five wieder zusammen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, Divac. Ja, ist in Ordnung. Avery Johnson von draußen. Hodges von draußen. West habe ich verloren. Meinen Backup Center, aber vielleicht kann ich mich da irgendwie wieder ein bisschen retten. Ich habe keinen Plan, wer der Typ ist, aber ich kann ihn mir leisten und deswegen nehme ich ihn gerne mit. Ich versuche jetzt generell... Keiner passt in unser System. Was spielen wir denn bitte für ein System? Das ist so Schrott. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Jeff Turner. Geht jetzt nicht, oder? Doch, geht. Ich habe gar keine Kohle mehr frei. Jetzt werden mir hier nur noch irgendwelche unter 70er angeboten. Cliff Levingston. Den hatte ich doch sogar. Oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, das wird im dritten Jahr schon wieder eine schwierigere Geschichte, weil dieses Team wieder so zusammenzustellen, ich lasse mal den Rest in CPU machen, das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Allerdings haben wir hier halt zumindest ein bisschen Progress. Ein bisschen zumindest. Ja, dann schauen wir doch mal, wie es läuft in der neuen Saison. Ich glaube, da muss ich nochmal aktiv werden. Denn von der Bank her dürfte das ziemlich schwierig sein. Da reicht die Qualität eventuell leider nicht. Man sieht das auch schon direkt am Ergebnis. Also so viele Spiele haben wir in der letzten Saison zu Beginn nicht mal verloren. Wir standen, glaube ich, bei irgendwie 35-7 oder so. Das war unser Start. Ich verwandle jetzt mal Hodges und Ruland, wie auch immer man den Typen aussprechen mag, in Mark Eaton, weil der hat 13 Badges und Bird Rights hätte ich da auch.
Dann könnte ich da nämlich in der kommenden Offseason auch einfach easy peasy verlängern. Und hab da nochmal jemanden, der dann ordentlich Masse mit reinbringt. Avery Johns ist auch nach wie vor top. Großer Fan von ihm. Und jetzt habe ich hier noch Jeff Turner. Das bedeutet, ich bräuchte jetzt eigentlich noch irgendwie so einen Flügelspieler. Und da bin ich eigentlich ziemlich gleich gut aufgestellt wie letzte Saison. Ja, ich habe jetzt gerade mal in die Free Agency geschaut. Ich habe hier zwar keinen Flügelspieler, aber Steve Hansen. Und den nehme ich fürs Minimum aber mal super gerne mit. Weil der wird auf jeden Fall eine gewisse Wertigkeit haben in einem möglichen Trade. Das ist hier mit Boris Sims. Hat auch 6 Badges. Okay. Also jetzt langsam gefällt mir die Geschichte hier. Weiß nicht, kann man hier vielleicht mal irgendwie ein bisschen aufräumen? Hat hier nicht irgendjemand Interesse, mir mal einen Pick zu gönnen? Nein. Jeder denkt sich so, was willst du mit deinem Trash da behaltest? Hansen, Reed. Nee, Moment, Hansen will ich ja natürlich nicht abgeben, logischerweise. Turner, Livingston, vielleicht irgendwie so in Kombination. Nee, okay. Aber dann müsste eigentlich der CPU jetzt selber das erkennen. Ja, tut er auch. Er packt hier Hansen mit rein und dann geht's weiter. Dann sind wir durch mit unserer Planung. Das Team hat sich jetzt auf jeden Fall stabilisiert. Also jetzt sieht es wieder ordentlich aus. Wir werden jetzt nicht über 60 Spiele gewinnen, aber auf jeden Fall über 50. Und von der Konstellation her, ja, passt es. Die Gegner sind brutal. Also Patrick Ewing mit der MVP in diesem Fall. Shaq bei den Houston Rockets. Oh my goodness. Oh mein Gott, der spielt mit Hakeem. Hakeem, Sixth Man of the Year. What? Patrick Ewing auch der Depoy. Oh oh. Das gefällt mir gar nicht, wenn die New York Knicks schon so hypen. Die sind Gott sei Dank nicht in unserem Tree. Möglicherweise hauen die Pistons die ja direkt raus. Das wäre für uns am geilsten, ne? Wir müssen ran gegen die Washington Wizards und gegen Bernard King, Larry Stewart, Paris Allison und Co. Kurze Anpassung. Und dann, ich muss mal ein bisschen Gas geben, ey, wenn ich überlege, wie viele Seasons ich noch vor mir habe. Wo sind wir denn? Hier. Runde simulieren. Wir wären beinahe schon wieder rausgeflogen in der ersten Runde. Also jetzt langsam kriege ich ein bisschen Angst gegen diese ganzen Trash-Teams. Ich mag die Cavs nicht. Die Cavs in den 90ern sind so ein bisschen underrated Team. Die zwar nie groß was gewonnen haben, aber die einfach ein ekliges Team sind. Ich hoffe, das reicht für uns. Ich hoffe, besonders Michael Jordan und Scottie Pippen rasten einfach aus. Ja, 4-1. Und die Atlanta Hawks kicken die Knicks raus. Ja gut, das ist jetzt auch nicht das schlechteste Team, wenn wir ehrlich sind. Aber gut. Let's see. Jetzt kein Trash-Talk gegen die Atlanta Hawks. Am Ende hauen die uns raus. 4-1. Wir stehen wieder in den Finals und wieder gegen die Lakers. Und wieder gegen Magic Johnson. Und irgendwie sind die nochmal einen Ticken stärker geworden, oder? Kann das sein? BJ Armstrong bei der letzten Saison bei denen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir den ersten Threepeat. Perfekt. Ich bin gespannt. Ja, Mann. Let's go. MJ. Booyah. Okay, okay, okay. Freunde, jetzt kommen die Jahre, in denen Michael Jordan zurückgetreten ist. Spielerrücktritt. Muss ich mal ganz kurz schauen, nicht, dass 2K hier plötzlich einen auf, ja, wir machen einen auf realistisch. Oh, Michael Jordan ist hier zurückgetreten, dann machen wir das hier natürlich auch. Mitarbeiterrücktritte. Ja, passt. Das ist auch in Ordnung. Historische Änderungen, das können sie alleine machen. Für uns sind die Personalverpflichtungen wichtig, weil ich Phil Jackson natürlich retten muss. Ganz, ganz wichtig. Head Coach. Und Phil. Wehe, du bleibst nicht bei uns. 2,61 Millionen. Du verdienst mehr als die Spieler damals.
Ja, danke. Du sollst dich nicht bedanken, du sollst einfach nur sagen, jo, danke, geil, machen wir, lass einen Kaffee trinken gehen. Er ist zögerlich. Das bedeutet, er nimmt auch nicht an. Er nimmt nicht an. Ich habe keinen Headcoach, Leute. Casey Jones. Ey. Ja, er hat abgelehnt. Also, neuer Headcoach. Mag ich nicht, gefällt mir nichts. Aber besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Ich wusste, dass das passiert. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Oh, ich habe sogar einen Pick. Welchen denn? Boah, den 37. Ist ja der Wahnsinn. Kann ich die nicht traden? Trade-Suche. Irgendjemand. Oh Gott. Ja, hier, Celtics. Gönnt euch. Gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch. Bis zum Ende simulieren. Und dann Rookie-Verpflichtungen habe ich nicht. Team- und Play-Option habe ich nicht. Qualifying Offer habe ich. Die beiden Jungs, die ich gerade eben in der Free Agency geholt habe. Moratorium habe ich auch, denn ich muss hier einmal auf jeden Fall verlängern, aber ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Und Eaton habe ich ja auch geholt, wegen eben der Möglichkeit, ihn hier verlängern zu können mit Bird Rights. Und beide stimmen auch zu. Ja, dann sind wir hier nämlich durch. Und Scouts, Avery Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant. Das passt. Das ist ja im Endeffekt, ja, das ist meine 7-Mann-Rotation, die ich brauche. Plus dann halt immer noch der 8. Spieler, der halt irgendwie so, keine Ahnung, den ich mir immer irgendwie herbeizaubern muss. Monroe, Teagle, Teagley, Teagle, I don't know. Addison, Mark Bryant. Mhm. Sieht nicht so unattraktiv aus. Dann nehme ich den mal mit. 5 Badges. Vielleicht hier. Ja, komm. Da schlage ich auch direkt zu. Und dann schauen wir doch mal Qualifying Offer technisch, ob da irgendjemand annimmt. Steve Hansen nimmt an. Passt. Dann, yo, was geht denn hier ab? Ja gut, wahrscheinlich, weil die halt on fire waren. Ja, Skiles ist einen Punkt nach oben, der hat sich jetzt da nicht... Wobei doch, der hat sich echt entwickelt. Auf A- und auf D+. Okay. Und Hauptsache, mein jüngster Spieler verschlechtert sich. Ey, 2K, du bist doch manchmal so strange unterwegs. Okay. Wenn wir jetzt den Titel gewinnen sollten, dann wäre das schon NBA-Geschichte. Dann wäre das schon NBA-Geschichte. Skiles, Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, D-Watts, Eaton, Avery Johnson und wieder Steve Hansen. Ich habe natürlich einen neuen Headcoach. Dementsprechend muss ich das hier wieder alles anpassen. Weiß ich nicht, wie passt... Was spielt er denn für ein System? Systembeherrschung. Bevorzugt das System Tempo und Spacing. Das schmeckt einigen meiner Jungs leider nicht so wirklich. Aber mehr wie 3,5 Sterne werden es nicht. Aber ich glaube, dass bei Grit and Grind oder Triangle Offense, das sieht fast am ausgewogensten aus, oder? Ich aktiviere mal das. Gut, schauen wir. Neuer Head Coach, wie es läuft. Okay, und jetzt ist das Team schon wieder ein bisschen stärker unterwegs als letzte Saison. Da hatten wir am Anfang jetzt nicht das perfekte Team. Dementsprechend muss ich da auch ein klein wenig adjusten. Aber jetzt sieht das aktuell ziemlich gut aus. Ich glaube, ich muss auch nicht großartig was ändern. Nee, Skiles ist einfach der perfekte Point Guard, der selber nicht scoren muss. Der kann Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant und so weiter, D-Watts, der kann die perfekt in Szene setzen. Deswegen Trade Deadline, nein, auch nicht abbrechen.
Kann jetzt vielleicht gleich mal ganz kurz schauen, ob irgendwie vertragsverlängerungstechnisch, ob ich da irgendwas machen muss. Michael Jordan, nicht berechtigt, ja. Das wäre natürlich der Oberwitz, wenn dann Jordans und Pippens Vertrag ausläuft und ich verliere einen von beiden. Gerade eben, wenn ich gerade voll im Lauf bin. Und ich bin gerade ganz gut im Lauf. Also ich bin sehr zufrieden bisher mit dieser Challenge. Heute ist die... Ja, sieht einfach mega gut aus. 50 Siege sind schon eingetütet. 31,2 Punkte von Michael Jordan, 24,2 Punkte von Scottie Pippen. Dann Top Rebounding von Horace Grant. Genauso wie von Vlade Divac. Dann Skulls macht seine 9,3 Assists. Ich habe von außen habe ich Avery Johnson. Ich habe Mark Eaton, der auch überhaupt keine Punkte delivern muss. Der muss einfach nur unterm Korb sagen, hey, yo, get the fuck out of here. 2 Blocks im Schnitt. Geiles Ding, Mann. Ich würde es extrem fühlen, wenn wir jetzt den Titel gewinnen, weil dann wüsste ich, okay, ich hätte mir diesen Vorsprung erarbeitet. Weil das sind jetzt nämlich die beiden Jahre, in denen Michael Jordan nicht in der Liga war. Sollen wir mal kurz überprüfen, nicht, dass ich Blödsinn erzähle, aber das müsste... Ja, genau, 93, 94, did not play. Michael Jordan mit MVP. Und wir spielen in der ersten Runde gegen die Sixers. Man muss jetzt auch dazu sagen, wir hatten jetzt oft Glück. Wir haben die erste Runde immer gerade so überstanden, was mich auch mega stresst. Weil unser Team ist mega gut und dann in der ersten Runde da immer ein 3-2 zu sehen, gefällt mir nicht. Ja, so einfach mal ein 3-0. Okay, jetzt müssen wir allerdings ran gegen die Knicks. Und gegen dieses Team, was ich irgendwie schon fast fürchte und nicht mag. Aber es war klar, dass wir irgendwann mal aufeinandertreffen. Mann, ich bin happy. Ich bin happy. Vor diesen Knicks hatte ich einfach Schiss. Wir müssen ran gegen die Wizards. Ja. Haben wir, glaube ich, letzte Saison auch gespielt, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Und auf der anderen Seite die Blazers gegen die Denver Nuggets. Also mal keine Lakers oder so mit dabei. 2-0. 3-0, 3-1, 4-1. Also, wir stehen das dritte Mal in Folge in den NBA Finals und müssen ran gegen die Blazers. Gegen Terry Porter, Clyde Drexler, Jerome Kersey, Buck Williams und Ronnie Scaly? Ich weiß nicht. Der ist so krass, gell? Wenn man so heute in der NBA, du kennst jeden Namen, weil du ihn immer und immer wieder hörst, selbst wenn es irgendwie der letzte Rotationsspieler ist. Aber so damals, nee, habe ich einfach nicht jeden Namen drauf. Krasses Matchup, also auch Clyde Drexler, das wird für Michael Jordan auf jeden Fall auch eine Aufgabe. Das könnte ein enges Ding werden. Verdammt! Verdammt! Verdammt. Das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. Jerry Sloan ist auf dem Markt. Tut mir echt leid. Ich muss probieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es daran lag. Aber eine Ausrede muss man ja finden, Freunde. So, erstes Angebot abgegeben. Ich muss natürlich jetzt auch gleich ein zweites abgeben, weil ich will am Ende jetzt nicht mit einem Headcoach dastehen, der gar nichts drauf hat. Beide sind zögerlich. Beide lehnen ab. Warum? Mit was für einer Begründung wird das entschieden? Jetzt stehe ich da ohne Head Coach, weil ich einfach wieder gierig war. Seht ihr, Freunde? Das ist wieder das Sprichwort.
Auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras nicht immer grüner. Ja. Soll der CPU machen? Geil. Mit dem Head Coach, der nichts drauf hat, der keine Badges hat. Geile Geschichte. Rein in den NBA Draft. Kotze. 26. Pick. Wow, mega Talente unterwegs. Ich sehe schon, ist da Wahnsinn. Mann, wie mich das gerade eben ärgert und wurmt, dass wir da den Titel jetzt nicht gewonnen haben. Rockets, her mit euren Picks. Jason Kidd. Ah, vielleicht werde ich da aktiv. Who knows? Skulls und dann meine Picks, die ich hier alle mittlerweile gesammelt habe. Moratorium. Ich weiß gar nicht, ob ich was machen muss. Ja, Avery Johnson. Aber das ist ein... Also, Blindgänger. Machst du sofort. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich hier... Aber Skulls macht bisher einen überragenden Job. Allerdings letztes Vertragsjahr. Scottie Pippen auch letztes Vertragsjahr. Ich mag mein Team brutal gern. Klar, man könnte sich auf der Center-Position könnte man sich noch verstärken. Mit Shaq zum Beispiel. Oh my goodness, stellt euch mal vor. Einfach, du packst jetzt hier Shaq rein. Es geht nicht mal. Also was sagt durch diesen Trade? Ach, die Rockets. Das geht für die Rockets nicht, weil der so wenig verdient. Ja, dann bist du halt schon relativ schnell schlechter. Ja, David Robinson. Total realistisch. Hakeem. $3.71 million verdient er. Ist denn, ah ja, hier ist er. Es würde gehen. Aber da müsste ich schon... Ey, aber ganz ehrlich. Das geht nicht. Ich hätte es gemacht. Ich hätte es gemacht. Aber... Ja, gibt auch keinen Sinn. Dann schauen wir mal kurz auf der Point Guard-Position. Übrigens, Freunde, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Immer fleißig liken. Ich weiß, ich vergesse es immer zu erwähnen. Immer am Ende, wo dann schon kein Mensch mehr zusieht. Immer schön fleißig einmal draufdrücken, wenn es euch gefällt. Jason Kidd. Ist natürlich die Frage, geht man auf so einen jungen Spieler? Oder geht man schon auf jemanden... Isaiah Thomas hat... Ach so, ja, okay, wir sind ja auch noch in der Free Agency. Ja, ich weiß nicht, Jason Kidd juckt mich schon irgendwie. Ich glaube, das wäre machbar. Ich glaube, das wäre machbar. Allerdings natürlich auch die Gefahr, dass ich halt... dann eventuell im nächsten Jahr den Titel erstmal nicht gewinnen. Die machen, also das machen sie zu 100%. Was? What the? Are you kidding me? Ey, da gehe ich jetzt gleich auf irgendwelche Starspieler und hab mehr davon. Vielleicht sollte ich aber auch mein Team jetzt nicht einfach unnötig auseinanderreißen. Gary Payton wäre natürlich nochmal ein besserer Verteidiger als Giles. Ja, okay, da habe ich glaube ich auf jeden Fall genügend Picks, dass sie das machen würden. Probier's mal mit meinen Second Round Picks. Naja, gut. Dann noch der Pick der Suns und dann würden sie es. Die Frage ist, bringt mich das wirklich weiter? 33, 27. Nein, ich habe einfach kein gutes Gefühl. Wir gehen jetzt einfach mal durch diese Free Agency. Die sollen einfach die Spieler mitnehmen, wo sie denken. Hansen. So, Scottie Pippen. Ja,
Das sind so Entwicklungen, die können wir ignorieren. Ja. Warum haben wir gegen die Blazers verloren? Und guten Head Coach habe ich jetzt auch nicht. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, Hauptsache sie gewinnen jetzt am Anfang erstmal alles. Wir gehen einfach 10-0 in die Saison. Was geht denn bitte mit diesem Team ab? Wir stehen bei 14-1. Was passiert hier? Was passiert hier gerade? Wenn das so weitergeht, fasse ich gar nichts an. Ich werde nichts ändern. 20-6. Ja, neuer Headcoach. Das bedeutet natürlich auch, dass da wieder alles umgestellt ist. Hier, 9-Mann-Rotation, Minutenverteilung. Alles irgendwie wild durcheinander. Stellt euch vor, das ist jetzt der Key. Systembeherrschung. Bleibt scheiße. Grit and Grinds. Mögen die meisten. Ja, dann machen wir das als aktives System. Also ich bin jetzt gerade wirklich im Zwiespalt. Es läuft super. Ihr seht es selber. Lass ich das einfach jetzt mal alles so von den Settings her und lass den Head Coach entscheiden, so spielen wir. Michael Jordan wird wieder MVP. Jason Kidd wird logischerweise Rookie of the Year. Oder greife ich ein? Ich greife nicht ein. Ich lasse ihn bloß einmal die Rotation anpassen, wie er denkt, dass es richtig ist. Und dann ist nicht mein Fehler. Wenn wir nichts gewinnen... Erste Runde gewinnen wir. Ich will mir die Teams gar nicht ansehen. Ich will einfach einmal nur genießen. Ich will nicht sehen, wer da drinnen ist. 4-0. Was geht mit diesem Head Coach? Er ist ein No-Name. Er hat keine Badges. Er pusht dieses Team. Wir müssen ran gegen die Rockets. Und das Team muss ich nicht kennen. Ich weiß, dass dort Hakeem und Shaq spielt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Ich sag euch ganz ehrlich. Die werden uns auseinandernehmen. Die werden uns komplett auseinandernehmen. 1-0 für die Rockets. 1-1. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Komm schon, MJ, wir brauchen jetzt den Goat-Modus, den Beast-Mode. MJ, am Ende brauchen wir von dir jetzt alles, was du hast. Alles. Oh, ausgeglichen, ausgeglichen. Eng, enges Ding. 5 Punkte Unterschied. Rockets gehen in Führung. Bulls ziehen an. 3 Punkte Unterschied. Rockets gehen wieder in Führung. Ja, Mann! Let's go! Scottie Pippen wird der Finals MVP. What the hell? Freunde, das ist schon wieder so eine Challenge, die ist nach meinem Geschmack. I like it. Ich hab's euch gesagt, man braucht manchmal auch einfach einen jungen Headcoach, der bringt eine andere Energie. Ja, ich wollte diese ganzen Veteranen und so weiter, so die ganze Scheiße, das ist doch nichts, Mann. Wir brauchen junges Fleisch, Mann. Die sind motiviert. Die pushen dich. Immer alles so drehen, wie man es gerade eben braucht. Draft-Lotterie. Oh Gott. So. Unglaublich. Er hatte doch keine Badges, oder? Bevor... Wobei, ich weiß es gar nicht. Nelson ist auf dem Markt. Jetzt bin ich echt... Also, ich lasse den jetzt einfach. Warum sollte ich jetzt hier irgendwie... Warum sollte ich jetzt was ändern? Pick 22. Gary Trent. Der kein schlechter... Pick ist... Auf der anderen Seite... Na... Ich glaube, ich kann gleich noch... Ich
glaube, ich kann gleich noch... Achso, soll ich das jetzt nochmal probieren? Für... Oh Gott, jetzt, ich weiß nicht mehr, wo Jason Kidd war. Vorhin hat man es ganz kurz gesehen, weil er den Rookie of the Year gewonnen hat. Das Problem ist, ich könnte das jetzt bloß mit Horace Grant probieren, weil Skulls in die Free Agency geht und ich kann versuchen, ihn über Bird Rights natürlich zu verlängern. Jetzt kann ich hier gerade eben einfach nur... Ist für sie unantastbar. Gut. Dann werde ich versuchen, diese beiden Picks einfach weiterzubekommen, beziehungsweise diese drei Picks. Alice hat... Oh, 16 Badges. Okay. Von der Bank wäre das jetzt nicht das Schlechteste. Ich glaube, das würde uns auf jeden Fall nochmal verbessern. Wir schauen kurz rein, ob der so ein bisschen... Ja, hier gibt es zwei First-Round-Picks von den Kings. Offene Würfe, Spotfinder, also auch noch ein Shooter. Ja, komm, mach ich. Let's go. Bis zum Ende simulieren. Kevin Garnett ist hier mit dabei gewesen. Rookie-Verpflichtungen habe ich wie immer keine. Das interessiert hier auch niemanden mehr. Jetzt ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt nämlich hier Skulls und Scottie Pippen. Und da, ja, bekommst du einen Mördervertrag. Also muss ich unbedingt halten, genauso wie Skulls. Auch wenn das dann vielleicht jetzt ein klein wenig teuer wird. Und beide stimmen zu. Das ist für mich das Einzige, was zählt. Hansen, da ist jetzt echt die Frage, biete ich dem, ja, wahrscheinlich schon, weil ich mit dem echt gute Erfahrungen gemacht habe. Wobei Hansen, Moment. Wobei doch, ich habe Bird Rights. Kann ich schon machen. Ja, kann ich. Okay. Dann Free Agency soll wieder die CPU machen, weil ich meine, meine Rotation, die steht sowieso fest. Oh, Michael Jordan geht das erste Mal um 2 Punkte nach unten. Skulls ist, hat sich jetzt hier nicht verbessert, sondern hier nochmal Punkte in der Zone. Dann gehen wir weiter. Let's do it. Pushen, 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 pushen. Das wird schon wieder so eine... Boah, das wird schon wieder so eine Rebuild-Challenge, die so lang geht wie ein Film. Skulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, Divac, Avery Johnson, Eaton, Alice, Hansen. Geiles Team. Geiles Team. Let's go. Okay, wir stehen bei 14-3. Dann wollen wir mal sehen, ob ihr alle um den Titel mitspielen könnt. Komm schon, Bulls, weiter pushen. Jetzt den Titel zu gewinnen, dann sind wir sowas von im Rennen. Oh mein Gott, und ich kann mit Michael Jordan den Vertrag verlängern und das machen wir natürlich sofort. Michael Jordan hat das Angebot der Bulls begeistert angenommen. Geile Geschichte. Eaton würde auch direkt verlängern. Alice beendet die Karriere. Nein! Mein Gott, dafür habe ich voll Picks ab, Picks abgegeben. Und ich bin schon über der Trade Deadline. Ich kann ihn einmal daran hindern. Könnte ich. Ah, oh, es läuft nicht so perfekt, Freunde. Bin ehrlich zu euch. Also vielleicht ist der Lucky Run von unserem Head Coach auch schon wieder... Okay, jetzt gerade eben kurz Kritik geäußert. Das ist schon wieder am Eskalieren. 50-27. Das sieht... Na okay, jetzt sieht es wieder einigermaßen stabil aus. Shaq ist der MVP. Kevin Garnett, Rookie of the Year. Magic Johnson, D-Boy. David Robinson. Jackson Cooper, MIP. Und Mike Dunleavy ist Coach of the Year. Ja. Ich mach's wie gerade eben. Es hat mir irgendwie Glück gebracht. Ich weiß natürlich, ob das jetzt nochmal funktioniert, aber... 3-0. Es wäre episch. Jetzt nochmal den Titel zu gewinnen. Das wäre nämlich dann schon Titel Nummer 5 in unserer Challenge.
Shit. Nein, die Hornets kicken uns raus. Und sie werden auch Champ. Larry Johnson. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Schade. Mitarbeiterrücktritt. Ja, gut. Das wäre jetzt schon nicht so ganz unwichtig gewesen. Gibt es irgendwelche Angebote? Ja, aber im Endeffekt, ob das einen großen Unterschied macht, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, deswegen gehen wir rein in den NBA Draft. Wir schauen. Wir haben den 13. Pick. Okay. Aber ich habe einfach keine Möglichkeit, für einen geilen Spieler zu traden. Was mich echt ärgert. Ich probiere jetzt einfach mal für Mutombo zu traden. Auch wenn der von den Werten her jetzt nicht irgendwie krass überragend besser ist. Die Nuggets stimmen zu. Okay, der erste Move. Der zweite. Mal schauen, was noch auf dem Markt ist. Gerade jetzt auch viele, die in die Free Agency gehen. Reggie Williams. Anderson. Chris Webber. Wenn die halt einfach Jason Kidd abgeben würden. Weil das machen sie nicht. Ich versuche mich jetzt auch nochmal auf der 4 zu verbessern. Horace Grant, super Spiele gemacht. Derrick Coleman hat dann doch nochmal irgendwie ein paar mehr Badges. Ich baller hier den Pick mit rein. Und die Nets stimmen zu. Und damit bin ich fertig. Einfach mal mein Frontcourt ein bisschen umstrukturieren. Ob mir das dann zum Erfolg verhilft, das weiß ich natürlich nicht. Qualifying Offer passt. Moratorium, ich glaube, da muss ich eigentlich gar nichts machen, oder? Ja, Alice, genau. Den kann ich jetzt nochmal verlängern. Und könnte ihn dann weiter traden. Dann habe ich den jetzt nicht ohne Gegenwert verloren, weil das wäre echt ärgerlich gewesen. Und dann, komm, Spielerentwicklung ist in dem Fall jetzt auch egal. Einfach rein in die nächste Saison. Ich hoffe, mein Frontcourt funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist sowieso schon das vorletzte Jahr. So sieht das jetzt aus. Scouts, Jordan, Pippen, Coleman, Mutombo, Eaton, Johnson, Hansen und Alice von der Bank. Mal schauen, wie es mit denen läuft. Freunde, es gibt einen Trade. Wir sind gerade super schlecht reingestartet in die Saison. Ich glaube aber, dass Magic Johnson uns defensiv und mit seiner Größe einfach nochmal ein bisschen was geben kann. Und deswegen Magic Johnson und Michael Jordan im gleichen Team. Willkommen. Warum will der Magic Johnson von der Bank bringen? Boah, ich glaube, ich muss jetzt dann doch hier einfach mal eingreifen. Das geht mir jetzt gerade dann doch ein bisschen irgendwie auf den Zeiger. So. Magic Johnson rein in die Starting Five. Wir stehen bei 10-11. Wir stehen bei 10-11. Never change a running system, habe ich mir gerade eben schon wieder gedacht. Außer Magic Johnson rettet uns jetzt plötzlich die komplette Saison. Ja, es ist ein bisschen so eine durchschnittliche Saison. Wir stehen bei 36-21. Aber es läuft auf jeden Fall mit Magic Johnson jetzt wesentlich besser. Am Anfang war ja die Bilanz komplett ausgeglichen. Jetzt mittlerweile ist sie schon sehr positiv. Ich will halt jetzt nicht irgendwie so die letzten 2 Jahre dann nichts mehr gewinnen. Das wäre irgendwie so ein unbefriedigendes Finish für diese Challenge, die echt Spaß gemacht hat. Shaq wird wieder MVP. Ja, dieses Mal Oh man, jetzt will er Avery Johnson starten lassen. Magic von der Bank. Warum? 32. Komm, wir lassen es so. Müssen ran gegen die Celtics. In der ersten Runde, wir gewinnen 13-0. Dann gegen die Sixers und gegen Tim Hardaway, Jim Jackson, Jamal Mashburn, AC Green und Bryant Reeves.
jetzt ist Magic Johnson wieder in der Starting Five. Oh mein Gott, ich habe gerade so ein ganz komisches Gefühl, dass irgendwie, na, wir müssen wieder ran gegen die Hornets. Ja, und natürlich auch wieder gegen Larry Johnson, der uns mal richtig den Arsch versohlt hat letztes Jahr. Vielleicht aber jetzt nicht. Mal schauen. 1-0. 1-1. 2-1. 2-2. 3-2. 3-3. Sie wollen schon wieder ultimativ spannend machen. Sie wollen schon wieder ultimativ spannend machen. Hä? Ja, weil mach halt das andere frühere Spiel einfach und frag mich nicht andauernd. Wir verlieren. Oh. Ja, schön. Sieht man doch schon. Wir sind raus. Freunde, ich bin gerade Depri. Warum sind denn jetzt die Hornets unser Kryptonit und Larry Johnson? Willst du mich jetzt gerade eben eigentlich trollen? Okay, letztes Jahr. Nein, nicht beenden. Weiter. Dann hauen wir jetzt nochmal richtig auf die Kacke. Draft-Lotterie. Zusammenfassung. Personalverpflichtung. Ich habe keinen Coach. Phil Jackson ist wieder am Start. Komm, noch einmal. Ja, Interesse. Er hat gar keinen Bock auf uns. Er denkt sich, was wollt ihr von mir? Zögerlich. Ja, natürlich ist er zögerlich. Wird wieder mit einem scheiß Headcoach hier rausgehen. Okay. Soll er jetzt die CPU übernehmen? NBA Draft. Welchen Pick habe ich? Den 23. Und den 25. auch direkt hinterher. Ich bekomme Angebote. Bin auch so genervt, dass du keine Chance hast, einfach auf diese ganzen geilen Spieler. Und vor allem du hast null Chancen auf Point Guards oder Center, die richtig reinballern. Ich probiere Michael Adams zu holen. Ja. Der hat eine 87 und der hat insgesamt 15 oder 16 Badges mehr wie Magic Johnson. Tim Duncan kommt rein in die Liga. Rookie-Verpflichtungen habe ich keine. Passt. Qualifying Offer. Yo. Moratorium. Mutombo muss ich natürlich verlängern. Johnson will ich auch verlängern. Coleman will ich auch verlängern. Drei wichtige Spieler in meiner Rotation, die ich nicht verlieren darf. Spielerentwicklung. Mann, also Michael Jordan baut weiter ab. 95, 93, 87, 87, 86, 79, 79, 78. Ja, alles gut. Ich meine, die Challenge bisher ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man sagen kann, wir hatten gar keinen Erfolg. Aber ich hätte schon gerne jetzt zum Abschluss nochmal den Titel. Da würde ich sagen, dann war es eine richtig geile Challenge. Das Team ist nach wie vor gut. Es passt auf jeden Fall. Wir haben natürlich wieder einen neuen Head Coach. Banknutzung 95, natürlich. Warum auch nicht? Aufstellungsleistungsfaktor. Egal wie ihr spielt, Freunde, ihr bekommt auf jeden Fall Minuten. Auch natürlich nein. Gut, Freunde, drückt mir die Daumen. Komm. The last dance. The last ride. Und es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Bekommen wir zum Abschluss noch einmal den Titel. 44-12. Vertragsverlängerungsdeadline ist sowieso die letzte Saison. Ich rekorde seit 2 Stunden 10. 2 Stunden 10. Ich muss das irgendwie runtercutten, ne? Weil schaut sich dann wieder am Ende kein Mensch an. Das sieht echt gut aus. Wir holen über 60 Siege. Wir holen weit über 60 Siege. Boah, das Team verliert gerade gar nicht mehr. Shaq wird trotzdem MVP. Was? Tim Duncan, Sharif, Shaq,
Aaron McKee, Sydney Farmer, ja, unser geiler Head Coach, geile Geschichte. Gut. Gegen die Magic. Wir fliegen fast raus. Wieder in der ersten Runde. Oh Mann, ey. 4-0, die Hornets. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann Larry Johnson nicht mehr sehen. 1-0. 2-0. 3-0. Boom! 4-0. Ciao, Mann. Timberwolves. Wer spielt da? Jason Kidd, Petrovic, Gine, Rogers, Alonzo Mourning. Boah, starkes Team. Brutal starkes Team. 1-0. 1-1. 2-1. 3-1. 3-2. Bitte, 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 bitte. Ich dreh durch. Ihr bekommt euer großes Finale. Ich kenne euch doch. Ihr sitzt doch vorm Fernseher und denkt euch so, komm, Finale nochmal, Max, wir lieben es einfach. Immer die letzten 5 Minuten. Nochmal reinscheißen, ja. Nochmal schön mit Simcast. Oh mein Gott, es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Sie lassen sie wieder rankommen. Sie verkacken das zweite Viertel. Es sind nur noch 8 Punkte Unterschied. Das reicht. Habt ihr das am Ende gesehen? Die hätten das beinahe noch verloren. 198. Wir sind Champ. Ja, Mann. Zum Abschluss nochmal. Oh Gott, ey. Solche Challenges brauche ich nicht öfters. Also erstens, nimmst du da gefühlt 3 Stunden auf. Du bist danach komplett fertig. Und wow. Also, im letzten Jahr, in dem auch Michael Jordan und die Bulls den Titel gewonnen haben, gewinnen wir auch nochmal den Titel. Ich weiß jetzt gerade gar nicht am Ende. Es waren, glaube ich, plus 5 Titel. Ich glaube, ich habe einen weniger geholt als Michael Jordan, die Bulls in dieser Zeit. Ja. Hey, egal. Ich habe hier nochmal einen schönen Abschluss. Nochmal ein Finale. Habt ihr diese ich muss euch das, glaube ich, in Slow-Mo durchlaufen lassen, wie wir einmal ganz kurz zurücklagen und dann kommt der Score und wir wollen wir ganz kurz reinschauen, wie Game 7. Michael Jordan, 30, 14, 12. Wow, ey, das ist wahr. Ey, Freunde, wenn ihr Bock habt auf eine Cap von mir, wie gesagt, es sind nur 75 da, dann gönnt euch gerne eine. Ihr supportet natürlich auch mich, weil ich damit natürlich dann auch ein bisschen was verdiene, logischerweise. Und ansonsten, wenn euch die Challenge gefallen hat, dann lasst mir bitte gerne einfach einen Daumen nach oben da und ich lege mich jetzt einfach erstmal ins Eisbad, weil ich kann nicht mehr. Freunde, das war's von mir, Michael Jordan. Goat Challenge, 6 Ringe Challenge. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ding nennen werde. Bis zum nächsten Mal, euer Max. Ciao.